Yo, Ladies and Gentlemen, it's Vlog Time und heute habe ich einen ganz speziellen Gast. Nicht nur ein Freund von mir, nicht nur ein Idol, sondern tatsächlich ein unglaublich geiler, tiefgründiger Mensch. Ironman World Champion Norman Stadler. Für Norman Stadler, 17 Jahre hat er von diesem Triumph geträumt. Hallo, Norman Stadler. Norman Stadler. Two-time Ironman World Champion, the man known as the Norminator. Ja, yeah, es ist Gänsehaut. Als ich zum Check-up bin, weil ich mich einfach unwohl gefühlt habe. Und dann kam raus, dass ich halt ein 7 cm Aneurysma habe und die Herzklappe komplett offen steht. Du entscheidest dich in frühen Jahren für den Sport und du verzichtest auf ganz viele andere Sachen, was dir eine Kumpel zu machen. Die gehen weg, die gehen Party machen. Das war nie drin. Was für ein unglaublich genialer Vlog heute mit dem einzigartigen Ironman World Champion Norman Stadler. Ist dir das manchmal bewusst, dass du ein Idol bist? Nee, also nicht wirklich. Manchmal peinlich. Du, wir reden hier von 2004, sagen wir 2023, fast 20 Jahre. Und ist aber immer noch wie gestern. Wirklich, also wenn ich Bilder sehe oder ein Video oder Sequenzen oder ich zeige meinen Kindern, das war der Papa mal, was ich gemacht habe. Und das ist dann, wie ich das auf der Zielgerade das Eis greife, wie ich die Woche verbracht habe vor dem Rennen und aber Idol. Ich bin einer von wenigen, der das Glück hatte, da gewinnen zu können oder alleine hinzukommen, ist ja schon eine Leistung. Und einmal zu gewinnen ist nice und zweimal gewinnen ist natürlich, da bist du dann Idol, klar, stehst du in den Büchern drinne für immer, aber alles ist vergänglich und zum Glück kommt dir was nach. Es kommen weitere Idole nach mit Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Patrick Lange und wir haben ja so viel in unserem deutschen Sport an Idol mittlerweile. Aber ich war einer dabei, der den Weg geebnet hat für die anderen, ja. Man darf eines nicht vergessen, wir sprechen hier mit der Ikone des Triathlons. Was der Franz Beckenbauer für den Fußball ist, was der Boris Becker für den Tennis ist, was der Michael Schumacher in der Formel 1 war in Deutschland, ist Norman Stadler für den Triathlon. Und der wohl bekannteste Triathlon ist der Ironman. Und vor allem gibt es einen Spot, oder? Da wollen wir auch alle als Age-Grouper hin. Das ist der Ironman Hawaii. Ironman Hawaii. Wie oft bist du gestartet? Ja, von 99 bis 2011. Jedes Jahr, durchgehend. Ja, man muss ja dazu sagen, Norman, ihr habt natürlich auch damals einen ganz anderen Lifestyle gehabt. Also die waren schon professioneller, oder? Heute. Ja, aber das muss nicht unbedingt gut sein. Also ich kann nicht 20 Jahre durchhalten im Leistungssport, wenn ich keinen Spaß habe. Und wir hatten richtig Spaß. Aber zum richtigen Zeitpunkt. Du entscheidest dich in frühen Jahren für den Sport und du verzichtest auf ganz viele andere Sachen, was deine Kumpels machen. Die gehen weg, die gehen Party machen, die besaufen sich mal und das war nie drin. Wir haben es dann gemacht, zum Beispiel Mitte Trainingslager Bergfest. Damals nach eineinhalb Wochen mal krachen lassen von 3 Wochen Trainingslager und dann ging es weiter. Aber ich bin ja privilegiert gewesen, ich habe die Welt gesehen, ich bin rumgereist. Also mir fehlt jetzt nicht irgendwie über die Stränge schlagen in jungen Jahren, aber... Also du musst nichts nachholen, meine ich. Ich muss nichts nachholen, definitiv nicht. Und Da musst du selber lachen. ist nicht alles besser heute. Ich finde, heute fehlt oft die Lockerheit. Es ist alles an Parameter gebunden, an Daten. Ich bin froh, dass ich damals Sport gemacht habe und nicht heute. Norman, weißt du, was mich interessiert? Habe ich dich noch nie gefragt. Man sagt immer so ein Ironman-Sieg ist $1 Million. Wie viel Geld hast du in deiner Karriere verdient? Keine Ahnung. Gut. Also ich war von Anfang an mit einer der bestbezahlten Triathleten. Hatte natürlich auch meine Neider wie überall. Und wenn du dir was gegönnt hast, worauf du hin lange gearbeitet hast, sehen die nur, du hast dann auf einmal fährst ein schönes Auto oder hast eine tolle Uhr am Handgelenk. Ich habe sehr gut verdient, dann auch natürlich 2,4 gewonnen, 2,6 gewonnen. Das Preisgeld kannst du ja außen vor lassen. Das ist ja ein Dollar und Steuern, abzüglich Steuern und Reisekosten. Aber du bist Millionär geworden? Einkommensmäßig ja. Dann natürlich der tolle Vertrag damals mit der Dresdner Kleinbord Investment Bank. Das war mir eine Belohnung für das, was ich erreicht habe. Ich war dann schon auf dem Zenit meiner Karriere. Aber natürlich habe ich dann da weitere 7, 8 Athleten untergebracht und habe denen eine Zukunft ermöglicht, sich auf den Sport zu konzentrieren. Also ich habe nicht auf mich nur geschaut, sondern ich wollte immer erstmal, dass es um mich rum den Leuten gut geht. Weißt du, was das Spannende ist? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt auch wieder so ins Business. Du hast wahnsinnig viel investiert. Du hast in vielen Gesprächen, die wir beide geführt haben, abends hast du gesagt, weil dein Trainer war dein Vater,
Das heißt, der war nicht nur Vater, sondern der hat auch die Rolle deines Kritikers, der dich da auch hingebracht hat. Du bist ihm auch sehr dankbar. Aber wenn man heute dich in deinem Innenleben, Seelenleben auch kennenlernen darf, dann hat dich die Zeit auch sehr geprägt, weil du natürlich auch auf sehr viel verzichten musstest. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann ist es tatsächlich so, dass dieser Verzicht auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist auf dem Weg zum Erfolg. Dass der Teil dieser Reise ist, dass es bedeutet, dass du dich auf etwas fokussieren musst, weil du es sonst nicht bekommst. Weil egal, wie talentiert man ist, am Ende des Tages zählt, wie oft schlage ich, die Schlagintensität, die Schlagqualität und auch die Frequenz. Wie oft mache ich es? Rückblickend, klar war es ein Verzicht. Mit dem Wissen von heute wusste ich ganz genau oder weiß ich ganz genau, dass ich eine andere Kindheit hatte oder Jugend als die anderen. Ob die jetzt besser war oder schlechter, weiß ich nicht. Ich möchte nicht missen, mich musste man zu nichts zwingen. Ich habe mit 13 Jahren auf dem Boden sitzend, Fernseh guckend mit meinem Papa Hawaii gesehen über die Inseln und habe gesagt, ich gewinne das Ding. Das hat mein Papa gehört und hat gemeint, okay, dann legen wir los. Dann ging es halt auf dem Dorf ohne Infrastruktur mit einem Stahlhobel von Ort zu Ort gefahren und nach aufgebaut und dann mit 15 meinen ersten Triathlon gemacht und gleich deutscher Meister. Und dann war ich halt im System drin. Total spannend. Weißt du, dass dass Norman ja auch, wollen wir auch mal darüber sprechen, über den Aspekt, du warst wirklich Number One sozusagen. Also du hast die Sonnenseite gehabt und hast aber auch einen ganz krassen Moment in deinem Leben erlebt, wo du auf einmal gemerkt hast, okay, jetzt wirst du am Herzen operiert, also am offenen Herzen operiert, es geht um Leben und Tod. Ja, das ist Gänsehaut. Das ist auch wie, also ich weiß jede Stunde, in der Zeit, wo das Wohlsein der Befund kam, als ich zum Check-up bin, weil ich mich einfach unwohl gefühlt habe. Und dann kam raus, dass ich halt ein 7 cm Aneurysma habe an der Aorta und die Herzklappe komplett offen steht. Also hätte jeden Moment hättest du einfach zusammenklappen können? Ich habe die Woche davor noch einen Half-Ironman gemacht, in dem Zustand. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass irgendwie ich nicht richtig fit bin. Aber es hat alles sollen sein, dass ich da nicht ins Ziel komme und dass ich, also der Druckaufbau beim Laufen dann hat zu sollen sein. Klar, dann sitzt du dann mit 38 im Arztzimmer und weißt, daheim hockt ein 2-jähriger Sohn im Garten. Und wenn dir jetzt was passiert bei der Operation, dann kennt er dich nicht mehr. Der vergisst dich, fragt mal ein paar Mal nach Papa. Und mein Kleiner, der Vigo, der war im 6. Monat im Bauch. Und dann durfte ich nochmal auf eigene Verantwortung nach Hause mich verabschieden von meinen Kindern im Garten und habe nochmal meine Frau gedrückt, meinen Schwiegereltern Tschüss gesagt. Meine Eltern habe ich nicht mehr gesehen, die habe ich nur angerufen und gesagt, Mama, Papa, es wird gut. Und wenn es nicht gut wird, das war's. Und es ging gut. Ging zum Glück, die Operation ging gut, was aber ein riesen Einschnitt war. Aber das ist das Skurrile, es war so eine Erleichterung, diese Herz-OP. Also eins war das Schlimmste, was ich jemals mitgemacht habe, zu wissen, dass ich vielleicht nicht mehr aufwache oder dass meine Kinder den Papa nicht mehr haben. Aber dir wird der Abschied abgenommen. Und ich war schon müde. Ich habe 86 angefangen, oder eigentlich 84 mit Leichtathletik bis 2011. Und irgendwann wirst du trainingsmüde, du regenerierst langsamer, du weißt, die Jugend kommt nach. Und und dann kommt so ein Befund und du hast eine Freikarte. Du hebst es und sagst, ich habe ein Herz-OP, tschüss aus dem Leistungssport. Sonst machst du noch ein Jahr weiter und noch ein Jahr weiter und dann wird es peinlich irgendwann. Und deswegen, es gibt so Everything Happens for a Reason, abgedroschener Spruch, aber es hat so sollen sein, irgendwie, dass ich da rauskomme und auch ein Learning mitnehme, weil ich bin danach ein anderer geworden. Ich war jetzt nicht unbedingt der Einfachste im Leistungssport. Mit mir zu arbeiten war nicht immer einfach. Ich habe aber zum Glück immer gesagt, was ich gedacht habe. Manche haben es toll gefunden, manche nicht. Hab angeeckt, hab Freunde gehabt, Feinde gehabt. Aber danach wurde es einfach für mich einfacher, wie ich wurde, aber natürlich auch schwieriger auf der anderen Seite. Wie geht der Weg weiter? Ja. Aber was total crazy ist, ist eigentlich der Aspekt, nämlich der, ist die Frage, muss immer erst was passieren? Ich habe immer ganz, ganz viele Menschen, und ich nehme da jetzt meinen Fall, den ich letztes Jahr hatte, und der musste passieren. Es müssen Dinge passieren im Leben. Ich weiß nicht, ob euch das auch so passiert ist, aber mir ist es passiert. Meine Mama hat mir 8-mal gesagt, dass ich da nicht drauf langen soll. Es ist heiß. Und ich habe trotzdem drauf gelangt, einfach um das einfach mal zu fühlen und den Fehler zu machen.
Fehler machen ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und letztendlich müssen wir Dinge auch vielleicht einschlägig in unserem Leben erfahren, damit wir verstehen, so nach dem Motto, du kannst nicht sehen, wenn du den Kontrast nicht hast. Und ich glaube, ich würde das Leben heute an der Stelle bei weitem nicht in dieser Fülle, in dieser Tiefe so verstehen wollen und mich als Person so verstehen wollen und so leben wollen, wenn ich das nicht erlebt hätte. Nee, also ich zum Beispiel in die Stadt war, ich wohne in Mannheim, am Samstagmittag bestelle ich mir einen Parkplatz vor Engelhorn. Eigentlich unmöglich, aber ich bestelle es im Universum irgendwo. Und meistens parke ich dann auch in der Ecke vor den Geschäften. Also ich glaube, was man aussendet, kommt auch zurück und muss bereit sein. Ich bin so erzogen worden, muss nicht gut sein, aber vorsichtig sein, nichts riskieren und bodenständig. Und hat mir schon viel geholfen, aber auch oft hat es mich gelähmt. Und du musst bereit sein, was Neues zu tun. Und da bin ich jetzt bereit und natürlich in einem geilen Team zu arbeiten, wie gesagt, mit Leuten, wo ich auch gerne Urlaub fahren würde, wo ich die Familie liebe, die Kinder liebe von denen und als ob es meine wären, ja. Krass, wenn man solche Momente hat, unglaublich. Everything happens for a reason. Let's rock it, ich hab Bock drauf. Wird echt eine spannende Reise, it's just the beginning. Maschine, ja, es gibt Maschine. Nur eine Maschine. Was der Norman noch nicht weiß, und zwar wir beide, also der Norman und ich, wir werden jetzt ein Battle machen. Und zwar, wenn ich schon mal einen ganz berühmten Freund hier bei mir zu Hause habe, in unserem Metier geht es ja auch ein Stück weit um Wettkampf, um Positionieren. Und heute spielen wir nicht nur um die Ehre, sondern der Verlierer muss in Pool. Bitte drückt mir die Daumen. Bisher habe ich immer verloren gegen ihn. Bitte drückt mir die Daumen. Norman Stadler bei minus 4 Grad im Pool. Also pass auf, das ist die Tischtennisplatte. Wir spielen bis 21. Der als erstes 21 hat, 2 Punkte Vorsprung gewinnt. Um die Angabe am Anfang. Volt. Wins. Komm, Fairplay. Nee. Normal gibt's ein Rematch. Ich komme mit den äußeren Bedingungen hier nicht zurecht. Ich hol dir ein Handtuch. Hey, ich sag's dir, das ist. Ich hab. Unwahrscheinlich. 10 Spiele, ich hab 1 gewonnen, du 9. Und jetzt, wenn's drauf ankommt, bin ich da, Freunde. Es ist kalt. Es ist richtig kalt. Ich weiß. Für dich nochmal. Ich kann das nicht. Fatality. Aber Wettschulden sind? Ehrenschuld. Okay. Komm, weiter. Wollt ihr in Zukunft mehr Challenges sehen? Also wenn ich ein paar Leute da habe, immer Challenge, Wettkampf, schreibt uns in die Kommentare. Hey Ladies and Gentlemen, das war der Vlog für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart und heute mit Stefan, mit Norman wirklich ein sehr tolles Gespräch gehabt. Und wisst ihr, was das Coole ist? Sind alles Menschen. Jeder hat seine Schlacht zu schlagen. Vielleicht für dich zum Abschluss. Egal, wen du triffst, ob er erfolgreich ist, nicht erfolgreich ist, ob er bekannt ist, berühmt ist oder eben auch nicht. Jeder hat seine Aufgaben. Sei immer nett. Das reicht in vielen Fällen schon aus. Nett sein. In diesem Sinne, haut rein!